Wir wollten, gestern hat irgendjemand geschrieben, ja, war es das jetzt schon mit dem Closing? Oder was ist denn mit euch? Und heute haben wir sozusagen mehr vorbereitet. Da haben sich einige Gedanken drüber gemacht. Vorhin habe ich gehört, wir haben auf das Feedback der Kunden und der Teilnehmer registriert, ist das Neue mit heißer Nadel gestrickt. Also mit heißer Nadel haben wir ein Closing gestrickt. Und der Peter kann uns ja mal in das Meet einschalten. Das sind nämlich ganz viele Menschen, wenn ich das richtig sehe. Hallo Jan. Der Jan kann uns vermutlich noch nicht hören. Aber der guckt freundlich. Ja, genau, der Jan. Der hat auch eine Winkelkatze. Oh je. Ach so, der muss sich erst anmelden. Wir haben halt zwei Jans im Kopf. Du musst konkretisieren, ja. Ich war komplett lost in confusion, wie man so schön sagen würde. Also, du hast ja die Winkelkatze gerade erwähnt. Ich habe sie eben auf meine Schulter gestellt. Mal gucken, ob das passt. Ich glaube so. Die diskutieren, glaube ich, schon ohne uns. Ernsthaft? Seid ihr am Start? Also guck mal, der ist eigentlich ganz lustig. Vielleicht sollten wir den einfach mal machen lassen, ne? Der Jan erzählt ja auch, also ich kann ihn gut hören, aber ja, der Jan hat jedenfalls ja den Track Agile Leadership auch hier betreut und er hat gestern schon diesen Fame nicht so ganz entgegennehmen wollen, aber wir waren ja so ein bisschen auch bei der Historie der Tools for Agile Teams und der Jan war tatsächlich 2012 schon in der Form involviert, dass wir uns damals eben mit dem Tool-Einsatz bei agilen Teams beschäftigt haben und er zu dieser Zeit sich auch mit dem Thema intensiver beschäftigt hat und ja, ich glaube, ohne die unterstützenden Worte von Jan, dass es sinnvoll wäre, eine Konferenz zu dem Thema aufzusetzen, hätte es die Tools for Agile Teams vielleicht gar nicht gegeben. Und schon wieder, Jan, du musst lernen, auch sowas positiv entgegenzunehmen. Ja, also vielen Dank auch an dich und genauso gerne, auch an den Jörn Bock von AOE, die schon quasi von Anbeginn Supporter waren unseres Vorhabens und somit auch der Geburtsstunde der Konferenz geholfen haben. Und um den Peter komplett aus dem Konzept zu bringen, auf welchen Screen er jetzt schalten muss, will ich dann nochmal kurz ergänzen. Findest du nicht, Peter? Peter kommt sehr verzweifelt. Genau. Oh, der Jo hat schon Bier. Ich finde, ich hatte, ja, also ich hatte ja gesagt, bis zu dem Moment, wo ich zum Kühlschrank gegangen bin, habe ich gesagt, perfekt gelaufen, alles top. Und dann mache ich die Kühlschranktür auf und finde nur alkoholfreies Bier. Ach, total gelaufen. Das hat nein, aber die Corona-Taskforce so gebaut. Wir haben sie in den Eisschrank gelegt und bis zum Closing ist es kalt. Nach nein, ich wollte jetzt kein Alkohol mehr, Jo. Ach so war das. Nach Bier kein Bier. Ich wollte an der Stelle noch den Paul ergänzen, weil der Jan ja nicht nur den Impuls vielleicht gegeben hat für so eine Konferenz, sondern auch neben ein paar anderen dafür gesorgt hat, dass wir hier so ein geniales Programm haben. Und der Jan ja sogar sein eigenes Programm zusammengestellt hat, nämlich Agile Leadership, handverlesene Talks. Ja? Vielen Dank dafür an dich, Jan. Vielen Dank auch an den Felix, der natürlich auch beigetragen hat. Der Felix, ja, Ernie. Ja, Felix Rössel von Kegon, im Scaling Agile Track. Ja, und dann noch den Marc und den Dennis, die heute höchstens als Teilnehmer dabei sind, die eigentlich vor Ort mit euch spielen wollten, aber das ging ja leider nicht. Ja, und dann noch so ein paar Interne, deren Namen wahrscheinlich nicht so wichtig sind, unter anderem ich und der Martin und der Paul, der Esel nennt sich immer zuerst. Genau, haben so ein bisschen dafür gesorgt, dass das Programm zusammengestellt wurde. Wollte ich an der Stelle nur ergänzen, fand ich passend. So, jetzt. Da ihr jetzt schon so fleißig durcheinander redet und der Peter mir vorhin gesagt hat, ja, aber wenn da so viele gleichzeitig drin sind, dann musst du das ein bisschen steuern, dass da nicht jeder gleichzeitig einfach so durcheinander spricht und die Teilnehmer da auch so ein geordnetes Feeling bekommen. Wie schön die Totale. Übrigens, gegen sozusagen, das ist ja mit den Technikern immer so, die machen einfach, was sie wollen. Zum Beispiel irgendwelche Puppen, die unser Marketing längst begraben wollte und in die Kamera halten. Das ist übrigens neben, ist das jetzt Pin oder ist es Lynch? Ich glaube, es ist Lynch. Ich weiß nur, ich distanziere mich eindeutig. Ja, also Adi will es gar nicht wissen. Okay, also es ist Pin. Und viel wichtiger neben der Peter, danke nochmal Peter.
Okay, macht ihr mal hier mit den Puppen. Macht doch nochmal die Zahlen ganz kurz, damit ich einen Überblick bekomme, weil ich hier nämlich eine Reihenfolge vorgegeben bekommen habe, wie wir die Leute aufrufen wollen. Die Idee von dem Closing heute ist, dass ihr so ein bisschen vielleicht erzählt, was sind denn eure Vorträge gewesen, was habt ihr selber gelernt, was gab es für Fragen, was haben die Teilnehmer so gelernt. Und dann wären ganz unterschiedliche Leute jetzt mit dabei. In der Totalen sieht man die auch. Vielleicht könnt ihr kurz die Hand heben, damit die Leute wissen, dass ihr das seid, den ich gerade aufrufe. Also den Track Agile Leadership hat der Jan Segers organisiert. Dankeschön, Jan. Agile Teamwork hat der Joachim Seibert gemacht. Danke, Jo. So förmlich. Scaling Agile hat der Felix Rüssel gemacht. Danke, Felix, mit dem Ernie. Sehr schön. Den Digital Workplace hat der Daniel Roller mit noch Kolleginnen betreut. Ja, der ist jetzt sozusagen repräsentativ da. Dann Google hat der Paul gemacht. Danke, Paul. Und die Kultur Lounge hat der Jan Saathoff gemacht. Den sehe ich auch. Ja, genau, in Gelb. Hallo, Jan. Und der Adil und ich haben die Mainstage für euch gemacht. Und dann fangen wir mal in der Reihenfolge an. Jan, erzähl doch mal was über den Agile Leadership Track. Was ist da so passiert? Was habt ihr gelernt? Naja, erstens mal war es natürlich der beste Track der ganzen Konferenz. Das ist natürlich eh klar. Das ist ja auch abgestimmt worden. Das war ja auch rhetorisch. Das muss ich ja gar nicht erwähnen, aber ich tue es dennoch, weil vielleicht noch am Koffer- und Kopfrennen in der Umfrage noch sein könnte, dass ihr vielleicht noch am Jo vorbeiziehen. Also kurz auf an alle Leute, bitte votet nochmal kurz für Leadership, weil dann könnte ich dem Jo nachher nochmal seinen Feierabend hier vermiesen. Das wäre auf jeden Fall super, super toll. Was kann ich erzählen? Also ich muss sagen, wir hatten einen unfassbar spannenden Track mit extrem vielen Vorträgen. Ich bin ja gestern ins Cyberbüro gefahren. Bei der Fahrt ist mir aufgefallen, scheiße Jan, du hast noch nie in deinem Leben eine Konferenz moderiert, du Trottel. Was tust du dir eigentlich gerade an? Und als ich dann gestern in das Briefing kam, dachte ich so, oh, ich glaube, ich habe die meisten Fragen, das wird ein Fiasko. Aber ich habe dann tatsächlich die Mannschaft, die bei mir dabei war, eingestimmt auf meine Rookie-Moderations-Skills. Und es wurde stoisch ertragen, es wurde geduldet. Ich habe wenig Hate bekommen, bis gar keins zum Glück. Kann also nur sagen, wir hatten einen extrem diskussionsfreudigen Track. Also die Teilnehmer haben das Hopin-Tool genutzt, wie man sich das eigentlich nur wünschen kann als Organisator. Es gab tolle Interaktionen, auch zwischen den Speakern und den Teilnehmern später. Es gab bei uns einen Track, der hatte nachher, eine Keynote. Mein Gott, ich bin vollkommen durcheinander. Wir hatten einen Beitrag, so gesagt. Der hatte nachher noch eine Session aufgemacht, weil es so viele Fragen gab. Also es war wirklich Wahnsinn. Und für mich, mein Key-Learning ist eigentlich so ein bisschen, dass ich super erstaunt darüber bin, wie gut das auch remote funktioniert. Also ich dachte anfänglich so, nur remote, das kann nochmal spannend werden. Aber ich glaube, die Teilnehmer und auch generell ihr Cyber-Jungs habt bewiesen, wie unfassbar genial das geworden ist. Also ich glaube, auch hier nochmal, ich habe es ein paar Einzelnen schon gesagt, ich musste mal kurz ein riesiges Praise loswerden für diese Organisation, auch für was alles hier gemacht wurde, für die Produktion. Das ist einfach top-notch. Jeder, der was anderes behauptet, geht direkt nach Hause. Das ist auf jeden Fall super, super gelaufen. Auch wir waren sehr agil. Ich höre gleich auf zu reden, ich bin gleich fertig. Auch wir waren sehr agil. Wir mussten leider zwei Vorträge austauschen, einer krankheitsbedingt und der zweite ebenfalls. Dementsprechend waren wir agil unterwegs, aber es hat die ganzen Sachen nicht geschmälert. Wir sind angefangen mit der Kernfrage eigentlich, ob man Agile Leadership überhaupt braucht. Und wir sind zur Konklusion gekommen, ja, braucht man. Danach gibt es natürlich das Lieblingsthema von jedem OKRs. Hate it or love it, wie man so schön sagen würde, aber da haben wir auch einen super tollen Beitrag gehabt, der das Thema sehr gut beleuchtet hat. Wir sind dann gewechselt in einen Vortrag, der uns gezeigt hat, dass eine 100% agile Transformation in der BMW Group IT funktionieren kann. Wir haben beleuchtet, was agile Coaches von Scrum Master unterscheidet. Wir waren teilweise lost in confusion. Wir haben gelernt, was Flight Levels sind, dass das Klimpern auf Tasten noch lange keinen Brief schreibt und dass Kultur doch ganz oft der Kleber ist, wenn wir eine gute agile Collaboration haben. Wir haben gelernt, dass CTOs oder auch Peter Citio genannt, sowie Führungskräfte einfach mal mehr gelassen sein sollten, gelassen durchs Leben gehen sollten. Und last but not least haben wir gelernt, dass die agile Wackelbäuschen teilweise auf eine harte Realität treffen. Also ich kann euch nur sagen, es war ein buntes Potpourri und ich freue mich auf die aufgezeichneten Vorträge, weil da werde ich mir noch einige von anschauen. Vielen, vielen Dank.
Die Frage wurde bestimmt 12 Mal an uns gestellt, wie wir hier intern sagen würden. Sämtliche dieser Vorträge sind aufgezeichnet worden. Und früher oder später, die Technik ist sich noch uneinig, wann genau werden wir die bei YouTube veröffentlichen. Vielleicht wollt ihr jetzt noch bei YouTube mal den Kanal abonnieren. Und ich glaube, man muss inzwischen auf die Glocke drücken, wenn man eine E-Mail kriegen will. Könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das machen wollt oder nicht. Jan, vielen Dank für deine Zusammenfassung. Kommen wir zum nächsten Track. Agile Teamwork, jo. Ja, wie gesagt, habe ich mit Jan ja ein bisschen gebettelt, was der beliebteste Track ist. Jetzt habe ich dich doch noch überholt, habe ich gesehen. Du hast gewonnen, ich hab gewonnen mit 143 zu 141 Stimmen. Ja. Vermutlich haben die Leute gerade eben nochmal abgestimmt, ja? Ja, das ist, so ist es halt, Jan. Ne? So, man muss auch Niederlagen einstecken können. Hast du das gemacht, nein, Martin? Ich habe nur noch 3 Accounts geblitzt. Nein, also das ist für mich auch nicht überraschend, also dass diese beiden Tracks so viel Zuspruch bekommen, weil das ist ja das, wo die Konferenz herkommt. Ja, also das ist auch die Basis. Und die Safe-Leute können gleich noch mal was sagen. Ich will jetzt auch nicht ranten, aber wenn wir in Teams nicht agil arbeiten können, dann können wir den ganzen Spaß auch eigentlich lassen. Also das ist so die Basis, auf die wir aufsetzen müssen. Und deswegen finde ich es super wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Ich habe jetzt nicht so toll vorbereitet, was meine Learnings angeht, wie der Jan. Ich sage einfach, guckt euch die Vorträge an. Es ging um Remote-Workshops gestern. Die Quäntchen und Glücks, die haben das sehr energetisch gemacht, fand ich super. Der Rainer hat heute, Rainer Kühn von 1&1 hat sehr viel über Retrospektiven, ganz viele Tipps und Tricks drin. Zuletzt ging es auch noch um Schätzungen, was ja so ein bisschen mein Baby als Thema ist. Wie gesagt, viel dabei gewesen. Ich kann euch nur empfehlen, guckt es euch an und nutzt im Nachgang YouTube für diverse Vorträge, um da ganz viel noch rauszuholen. Weil wir hatten ja so viele geniale Sachen parallel, da konnte man gar nicht alles sehen. Und ich habe ja versprochen, vielleicht der beliebteste, aber nicht der beste Track war weder ich noch der Jan, sondern da jetzt gleich Ernie und Bert kommen, muss ich diesen Titel natürlich an Scaling Agile weitergeben. In diesem Sinne. Aber ganz kurz zu dem Rainer Kühn, bevor die Scaling Agile Jungs drankommen. Der hat eine Session angelegt, die outperformed hat. Also es sind total viele Leute reingekommen. Das Spannende war aber, dass der Rainer Kühn gar nicht dabei gewesen ist. Weil der nicht irgendwie hat er die Internetverbindung verloren oder so. Da haben die schon angefangen zu diskutieren und unsere Mädels waren total begeistert, wie viel Traction diese Session hat. Dann kam er irgendwann, war aber nach 5 Minuten wieder raus, weil sein Internet wieder zusammengebrochen war, aber hat der Session auch keinen Abbruch gemacht. Also der Rainer, der kann sogar Themen einfach nur in den Raum werfen. Das reicht schon für die Diskussion. Insofern, der hat das wieder perfekt gemacht. Er hat die Vortragszeit so ausgenutzt, bis in die letzte Minute QA, dass keine einzige Frage mehr beantwortet werden konnte. Ah, okay, und dann sind die da reingegangen. Es waren sehr viele offene Fragen da und es war auch sehr super viel Traffic im Chat. Also, das stimmt. Ja, okay, vielleicht ist das die Erklärung. Das wussten wir natürlich hier oben nicht. Gut, Scaling Agile. Felix, erzähl mal was. Ja, im Scaling Agile Track hatten wir auch viel Spaß und es ist sicher einer der besten Tracks hier auf der Konferenz, aber es ist ja auch eine der besten Konferenzen hier zum Thema Agil. Also vom Feeling her hat wirklich viel Spaß gemacht, der Support, das Setup, alles. Die Vorträge, die wir gehört haben, die waren wirklich ganz spannend zusammengestellt. Also wir haben angefangen gestern mit einem Märchen, dann haben wir gesehen Safe in ganz klein, ja, und dann Safe in ganz groß. Ja, und auch da wurde dann eine Folgesession aufgebaut, die hat dann bis um 21 Uhr war die aktiv. Ja, die wollten gar nicht aufhören, über das Thema zu reden. Bei uns im Track war dann am Schluss gestern noch ein Aufreger rund um Tesla. Also Tesla ist ja immer gut, um dann so ein bisschen Energie ins System zu bringen. Heute Morgen hatten wir dann den Karl mit RTE. Also ganz wichtige Rolle, auch Leadership und so weiter und so fort. Dann sind wir von da zum People Runway gekommen, auch ein crazy Konzept, aber steckt was ganz, ganz Wichtiges dahinter. Ja, wie entwickeln wir eigentlich Menschen in der agilen Organisation? Eigentlich das, was Jo ja auch eben sagte, ne? Also genau, Scaling genau. Hin oder her, es geht immer um Teams, es geht immer um Menschen. Ja, dann sind wir zur Frage gekommen, was hat ein Schnellboot mit einem Tanker zu tun und wie hängen die zwei Sachen zusammen und wie kriegen wir ein Schnellboot aufgesetzt, was gut und erfolgreich Produkte entwickeln
kann. Und dann so eine Frage wie Holokratie und skalierte Organisationen, also Scaled Agile Organisationen, wie hängt das zusammen? Wo kann man da Anleihen rausziehen? Wie kann man die Dinge so miteinander kombinieren, dass ganz erstaunliche Sachen passieren? Und die letzten zwei Vorträge, die haben sich dann um Metriken und Measure und Grow gedreht. Das sind dann so Dinge, die sind gut für den Ausklang geeignet, eher ruhig, eher entspannend, aber auch total wichtig. Also muss man einen Blick drauf haben, weil nur so sieht man Fehlentwicklungen aus der Ferne und kann dann sagen, oh, da ist doch irgendwas im Busch, dann machst du mal den Deckel auf, guckst du rein und dann siehst du, dass da irgendwas im Argen ist oder dass es okay ist, aber es zeigt dir halt schnell, oder solltest du mal nachgucken. Ich denke, das war auch für uns als Silent Media sehr spannend, weil es ja auch die Tools für Agile Teams, also gerade was Metriken angeht, da können Tools ja auch einiges bewerkstelligen. Das war auch sehr spannend und ich muss tatsächlich sagen, was ich am tollsten fand, war das, was du eben sagtest mit dem Safe ganz klein, dass man die Idee von Safe ist gar nicht in erster Linie jetzt darum geht, viele Teams in irgendeiner Form zu verwalten, sondern dass es halt eben um Ideen, um Mindset geht, um Praktiken, die halt eben aus dem Agilen oder aus dem Lean kommen und dass man die sogar im ganz kleinen Startup anwenden kann, da war ich echt baff. Mhm. Genau. Baff. Also total spannende Themen, wunderschöner Track und viel Spaß hatten wir auch. Ne? Danke, Felix. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass jemand mehr geredet hat als der Peter. Ich war überrascht, dass diese Handpuppen nicht nur bei meinen Töchtern zum Einsatz kommen können, sondern die lagen da ja nur rum. Also Ernie und Bert sind ja nur frühe Kandidaten vor Lynch und Pin gewesen, wo wir mal ausprobieren wollten, ob das funktioniert. Warum die überhaupt noch hier im Büro rumfliegen, weiß eigentlich kein Mensch. Okay, aber das beruhigt mich schon. Also das heißt, der Felix hat die nicht von zu Hause mitgebracht. Das könnte... Meine Puppen sind im Auto. Also wenn die jetzt nicht da gewesen wären, dann hätte ich die geholt. Ihr müsst manchmal da in diese Kegon-Videoschalte reingehen, wenn der eine mit seinem Jammerlappen anfängt und der nächste mit einer anderen Handpuppe. Also, ja, du bist crazy live und das Internet vergisst nicht. Du solltest aufhören zu sprechen. Sowas würden wir nie tun. Ich weiß auch gar nicht. Ich bin heute mit Öffis hier. Ich hatte noch die Frage mir gestellt, ob ich den Felix bitte, mich mitzunehmen. Die hat sich jetzt geklärt. Ich steige in dieses Auto nicht ein. Wenn zwei Handpuppen mitnehmen könnte, das wäre unserer Marketingabteilung sehr recht. Ja, also pack die mal in deinen Koffer zu den anderen Sachen. Und ansonsten kommen wir schnell weg von den Handpuppen. Und zwar zum Digital Workplace with Atlassian Tool Track mit dem Daniel Roller. Daniel, du hast die Aufgabe übernommen. Ich hoffe, das war kein einziger Scherbenhaufen. Ich kann jetzt natürlich nur für die Tracks, die Vorträge sprechen, die ich heute dann selbst betreut habe, Martin. Wir haben uns ja die Moderation mit zwei sehr kompetenten Kolleginnen auch geteilt an der Stelle, die Sarah und die Alisa. Und ich kann es nur, wie gesagt, für meine Vorträge sprechen. Das war kein kompletter Scherbenhaufen. Wir waren natürlich am Ende des Tages auch so ein bisschen Badass-mäßig unterwegs in unserem Track und haben einfach mal ganz dreist 7 Minuten überzogen mit dem letzten Speaker. Also die Leute, die Digital Workplace interessiert sind, die wissen schon, wie man lebt. Und das sind bestimmt auch die, die um 19 Uhr hier als Letzte mit einem alkoholfreien Radler aus der letzten Session rausgehen. Sehr gut. Was hast du denn für Vorträge gehabt alle? Oder also ihr alle zusammen? Also unsere Vorträge kann man, glaube ich, am besten mit 4 Stichworten zusammenfassen. Obst, Tiere, Süßwaren, Intranets. Das waren so die Themen, um die es bei uns ging. Also wir haben angefangen mit Kiwis. Da wussten wir noch nicht genau, geht's um Früchte, geht's um Vögel. Am Ende hat sich herausgestellt, okay, es geht um Linspin-Intranets. Und so ging es dann auch weiter. Also wie gesagt, Frösche waren noch ein Thema. Was sich in dem Track, glaube ich, gezeigt hat, ist, dass ja alle Kunden, die heute oder auch gestern in diesem Track einen Vortrag gehalten haben und ihr Linchpin-Intranet vorgestellt haben, dass die ja alle am Ende des Tages Linchpin einsetzen. Aber die Vielfalt ist da eben sehr, sehr groß. Also es ist immer wieder erstaunlich, wie ja divers am Ende Linchpin bei den Kunden auch eingesetzt wird und was die daraus machen. Also das hat man wirklich sehr, sehr schön gesehen. Da waren sehr, sehr viele Beispiele dabei, wie diese Intranets ausgeschaltet sind, welche Use Cases realisiert wurden. Und es gab sehr, sehr viele Blicke hinter die Kulissen. Und das war insbesondere jetzt natürlich auch in dieser Remote-Corona-Zeit ein sehr, sehr cooler Einblick, der sich da geboten hat. Also ich kann die Vorträge wirklich empfehlen. Und
Ja, das würde ich einfach auch mal als Message hier lassen. Schaut euch die Vorträge aus dem Digital Workplace Track an. Ich weiß nicht, ob die Abstimmung für den besten Track noch läuft. Ich habe gerade eben mal reingelunzt und da waren wir etwas abgeschlagen, sage ich mal. Aber du bist dafür stimmen werden, ja. Ich glaube auch, dass im Nachgang, wenn die Briefwahlstimmen ausgezählt werden, das war eben im Chat schon eine heiße Diskussion hier, dann wird der Digital Workplace Track nochmal ganz weit nach vorne katapultiert und darauf wäre das hier jetzt eine Oscar-Verleihung, würde die Musik jetzt angehen und sagen, okay, Daniel, ist okay. Ach, was? Also du kannst dir den Preis dann gerne abholen im Nachgang bei mir. Während, ja? Während der Vorbereitung haben unsere Kunden, die hier Internetvorträge gehalten haben, teilweise schon sehr früh angefangen, die aufzuzeichnen. Und als die ersten davon reinkamen, dachte ich, Freunde, wir können die Sache, es ist ja egal, was passiert, für diese Videos hat sich's für mich schon gelohnt. Insofern nochmal einen herzlichen Dank an die Speaker. Gerade bei unseren Kunden ist es ja so, die kriegen da nichts für. Im Gegenteil, die haben noch Arbeit damit. Ja? Also wenn du in so einem großen Konzern mit 60.000 Mitarbeitern irgendwo um die Ecke kommst und der Unternehmenskommunikation sagst, in irgendeiner komischen Konferenz will ich einen Vortrag halten, dann musst du erstmal 3 Passierscheine ausfüllen und 7 Diskussionen durchführen und so weiter. Vielen herzlichen Dank, dass ihr das über euch ergehen habt lassen, dass ihr es für uns gemacht habt und euch hier auch dargestellt habt. Das war sehr cool. Paul, Google. Jawohl, genau. Und ich bin auch nicht alleine hier, sondern wie die letzten anderthalb Tage auch, ist die Lara hier mit am Start. Und wir haben natürlich auch noch eine frohe Kunde dann, die Lara gleich nochmal verkünden wird. Mhm. Weil wenn wir es schon nicht geschafft haben, der beliebteste Track zu werden, dann wollen wir wenigstens der Track sein, der in die Geschichte eingeht, dass wir eine eigene Verlosung gemacht haben. Und da wird Lara dann auch gleich eine Auflösung machen. Wir haben super viele Talks gehabt rund um die Möglichkeiten der Google Cloud und es ging wirklich um Software, um Hardware, um alle Optionen ausgehend von Google Workspace, wie Kollaboration darin gestaltet wird, wie da Routineaufgaben abgenommen wird, welche Rolle da künstliche Intelligenz spielt. Ging dann weiter um Change Management, wie man Cloud-Applikationen einführen kann, um Datenschutz haben wir mit dem Wiki gesprochen, was da zu beachten ist jetzt nach dem Kippen von Safe Harbor und was man da mit Privacy Shield, was entfallen ist sozusagen, wie man da jetzt umgeht. Wir haben uns angeschaut, wie Citizen Developer, also Menschen, die ansonsten nichts mit Programmierung zu tun haben, wie die Prozessdigitalisierung treiben können, indem sie mit AppSheet eigene Applikationen bauen und das ohne Vorerfahrung innerhalb von wenigen Minuten ihre erste App erstellen können. Und ja, was haben wir noch gehabt eigentlich? Also es war ein ganz bunter Reigen an spannenden Themen. Genau, ein Highlight war auf jeden Fall auch noch, dass Paul endlich seine ganzen Google-Pullis mal austragen konnte. Also wer den Track fleißig beobachtet hat, der hat gesehen, dass es hier ständig mal eine Veränderung im Outfit gab bei Paul. Ja, also ich glaube, es war ganz aufregend für uns. Wir konnten uns mit unseren Speakern auch immer im Q&A noch gut austauschen. Lukas hat auch einen Vortrag zum Beispiel gehalten. Der schuldet uns jetzt allerdings einige Kuchen, weil er ständig statt Google Workspace Google Workplace gesagt hat. Aber ich denke auch, das wird dann nachträglich noch ein Highlight sein. Ja, das kommt dann dem ganzen Team wieder zugute, genau, auf jeden Fall. Richtig. Ja. Der Martin, dem Martin ist es auch heute schon zweimal passiert. Ja, dann kriegen wir noch 2 Kuchen mehr. Alles ist auch der Martin muss ja Montag eh schon. Martin muss ja am Montag eh schon Kuchen mitbringen. Da kommen jetzt noch dann mehrere dazu. Ja, yeah, da gibt's. Cybert Media wird. Wie war das, Paul? 24 werden wir erstmal, oder? 24, ja, genau. 6 Gesellschafter müssen 6 Kuchen mitbringen, also einer mehr oder weniger. Wir müssen nur noch Leute ins Büro kriegen, die auch essen. Ja? Da Kuchen kommen, die meinst du. Okay, lass uns nicht zu viel Zeit verwenden. Paul, dennoch die Verlosung, genau. Wer genau, hat genau. Uns, also zum Schluss dann noch die besten News, und zwar den Google Home Mini hat gewonnen der Markus Engel von der R&V-Versicherung. Ja, also, herzlichen Glückwunsch, Markus. Der glückliche Gewinner, genau. Das ist der spannende Versandkosten. Der hat vorgeschlagen, Lara, dass du ihn persönlich vorbeibringst. Aber der ist vermutlich im Homeoffice. Insofern müssen wir es doch verschicken. Ja. Okay, glaub, cool. Das klären wir dann per Kontaktaufnahme nach ab. 2 Tracks müsst ihr noch. Und dann hat unser Marketing-Team oder unser Support-Team echt coole Folien vorbereitet mit sozusagen dem würdigen Closing-Ende, den Zahlen zur Konferenz. Aber vorher hören wir noch vom Jan Saathoff was über die Kulturlounge. Ja, genau. Wir sind ja so ein bisschen der andere Track. Und mit wir meine ich der Clemens und ich, der das, die das organisiert haben, die Speaker organisiert haben. Die Jenny Schuller hat noch einen Track mitmoderiert.
und die Jenny Danzmeier hat ganz fantastische Bildregie wieder gemacht. Das war wirklich sehr, sehr cool. Wir sind ja ein bisschen andere Track, weil wir ja so ein Interviewformat sind. Das heißt, wir hatten unsere Gäste dort und haben einfach ein Gespräch geführt. Und glaubt's oder nicht, aber wir haben keine krassen Vorgespräche geführt mit den Leuten und wir haben uns nicht irgendwie einen Fragenkatalog gemacht, sondern es waren wirklich ganz tolle natürliche Gespräche. Und ich hoffe, das hat man gemerkt, das Feedback, was so kam, ging so in die Richtung. Und ich kann es nur von Moderatorenseite sagen, es hat einfach tierisch Spaß gemacht. Ich hätte es irgendwie auch noch den ganzen Tag heute machen können. Hint ans Orga-Team, lasst uns das nächstes Mal mehr machen. Ja, wir spielen nicht mit in dieser Liga von wer ist denn hier der beliebteste Track und Agile Leadership und Teamwork und tralala, das sollen die anderen sich machen. Ich glaube, ich will es aber auch glauben, wir sind so die cool, bei uns sind die cool Kids, ja. Weil alle wissen, ihr kannst OKRs und Scrum und Saves, kannst du alles machen. Wenn die Kultur nicht stimmt und wenn du die Kultur nicht verstehst, ist das alles für die Katz. Von daher glaube ich, bei uns kriegst du halt die richtig wichtigen Sachen mit und ja, hoffentlich nächstes Jahr wieder. So macht man sich beliebt, Jan. Ja, ich weiß, wie es geht als Scrum Master. Aber ein Shoutout noch, die Pia von Zipgate wäre unser Backup gewesen. Das heißt, wäre einer unserer Gäste abgesprungen, unsere Gästepaare, dann hätte die Pia jederzeit bereit gestanden. Finde ich auch super cool und dafür nochmal ein extra Dank. Ja, sehr cool. Dankeschön, Pia. Danke Jan, Paul, Daniel, Felix, Jo und Jan für die Zusammenfassung. Ihr dürft alle nochmal in die Kamera winken, denn ihr seid jetzt raus. Wir erzählen nochmal ganz kurz was über den Maintrack. Das war sozusagen so unser Kasperle-Theater für die, die gerade nichts zu tun haben. Ob das sinnvoll war oder nicht, könnt ihr ja auch nochmal in den Chat reinschreiben. Wir sind weiterhin interessiert an qualitativem Feedback. Ich glaube, es gibt auch noch so eine Roti-Umfrage, an der ihr teilnehmen könnt. Und ich weiß nicht, hast du jetzt irgendwelche Learnings, Adil, was du, also jetzt aus dem Main-Track sozusagen, was wir unbedingt nochmal darstellen wollen? Wir haben super viel Werbung gemacht für Cybert Media. Ich habe tatsächlich ein paar Twitter-Nachrichten und so bekommen, hey, ihr müsstet noch mehr über die Vertriebsgeschichte sprechen, dass eure Leute keine Provision kriegen und das so ein reines Beratungskonzept. Tatsächlich? Und so. Ja, ja. Okay. Haben mich zwei Leute tatsächlich angesprochen. Das kam wohl offensichtlich ganz gut an. Ansonsten, naja, wir haben versucht, so ein bisschen Cybert Media darzustellen. Gell? Ja, also ich habe von zwei Leuten gehört, dass es sich so angefühlt hat wie ein Podcast, den man halt beim Kochen zum Beispiel noch hören kann. Jetzt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also zumindest freut es mich genau, nicht, ja? Dass wir irgendwie zur Unterhaltung beitragen konnten. Ich fand die Vorträge am Ende, also die ich mitbekommen habe, am Ende deutlich interessanter als erwartet, muss ich ganz ehrlich gesagt zugeben. Dave Snowden, dachte ich, dass er mich ganz schnell abhängt, aber die Insights, die er halt gebracht hat, ich glaube, das wird ja auch von den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen reflektiert, sind schon interessant. Ja. Gut. Dann danken wir euch und jetzt kommen wir noch zu unseren Metriken in einer Google-Präsentation. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich hier so auf... Share ist natürlich der falsche Knopf, aber ihr könnt die auch teilen mit anderen Leuten, das ist super hier. Zum Glück sieht man dein Bildschirm noch nicht. Aber gut. Nee, kann man gar nicht sehen, mein Bildschirm. Die Regie wartet sozusagen freundlich auf mich, bis ich hier meinen Quatsch zurechtgeklickt habe. Wir danken 1180 aktiven Teilnehmern in Hopin. Ich glaube, der Paul war der Einzige, der daran geglaubt hat. Ich hatte eigentlich so vor 2-3 Monaten gedacht, naja, also so, jetzt hätten wir letztes Jahr 350 Leute vor Ort, so 200 remote müssten wir schon haben, sonst ist es echt Panne, weil wenn die sich dann auf 6 Tracks verteilen, dann haben wir weniger als 10 in einzelnen Tracks, das ist echt doof. Ja, großer Shoutout an euch als Teilnehmer, das war echt cool, dass wir so viele Leute hatten. Gleichzeitig war das Höchste, was ich gesehen hatte, 700 und ich weiß gar nicht, wie viel jetzt noch sich sozusagen den Rest anschauen. Aber war das eigentlich das größte Publikum, vor dem du gesprochen hast? Das weiß ich nicht so genau. Du machst das so oft, du bist da so routiniert drin. Nee, also die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, aber also das waren jedenfalls deutlich mehr Leute, als ich dachte. Kommen wir zur nächsten. Deine Folie. Genau, heute Morgen waren es, glaube ich, noch 1600 Chat-Nachrichten. Bis eben sind es jetzt 5753 Nachrichten, die über sämtliche Bühnen und Sessions geteilt worden sind. Und 1:1, gell? Genau, und 1:1, genau. Dann gab es noch insgesamt 83 Vorträge und 494 Networking-Sessions.
Das ist echt beeindruckend. Das heißt, wir haben tatsächlich mit Hopin es geschafft, dass die Leute miteinander in Kontakt gekommen sind. Hm. Und zwar, also wenn hier Networking Sessions steht, dann gestern war ich ja noch unsicher, ob das sozusagen jetzt durch zwei geteilt werden muss. Aber so wie es da steht, müssten es ja tatsächlich quasi 900 Paarungen sein, die da, also 494 Paarungen, aber 900 Personen, die da involviert gewesen sind. Das ist schon cool. Also das war auch für mich echt wichtig, dass für euch als Teilnehmer da was bei rumkommt, dass ihr Leute kennenlernt, dass ihr was lernt, dass ihr inhaltlich was habt, aber dass ihr halt auch einfach Interaktion mit anderen Menschen habt. Das hat offensichtlich funktioniert. Ja, also ich glaube, über anderthalb Tage ist die Quote definitiv höher als bei Parship oder Elite Partner bei 494 Paarungen. Wobei die ja immer nur einen suchen in der Regel. Ne? Also da will ich ja nur einen, das eine Match fürs Leben. Hier geht es ja eigentlich darum, auf so einer ganz platonischen Ebene jemanden zu finden, mit dem ich mich austauschen kann, wenn es zum Thema, keine Ahnung, vielleicht finde ich einen, der OKRs gut kennt, dann kann ich den immer dann anrufen, wenn das ein Thema für mich ist. Wir haben fast 10.000 gestreamte Minuten, vermutlich als die aufgestellt wurde. Ach nee, gestreamte Minuten heißt ja, dass er... Ja, richtig. Wir haben sozusagen die Nacht über auch noch... Und Facebook hat uns gesperrt deshalb, oder? Nee, Facebook hat uns nicht gesperrt. Ah doch, sie haben es abgebrochen. Die haben gesagt, so, okay, jetzt reicht's, tschüss. Und unsere Facebook-Audience war nicht so groß und da hat das Regie-Team einfach entschieden, dass Facebook ausbleibt. Das hat uns vermutlich den vollkommen durchschlagenden Erfolg gekostet. wir hatten 14 parallele Dauermeets, wo wir die Leute angenommen haben und dann ins Produktionsmeet übergeben haben. Wir hätten 1152 mögliche Kameraeinstellungen auf der Mainstage gehabt. Das muss irgendein Permutations-Matte-Ding sein, das ihr da angewendet habt. Aber vorhin fragte mich jemand, habt ihr nicht irgendwelche Fun Facts? Irgendwas, was keine Bedeutung hat? Und das muss offensichtlich hier aus der Regie gekommen sein, dieser Fun Fact. Also ich hoffe, ihr habt immer die richtige Einstellung gehabt. Und es gab eine unbestimmbare Anzahl an Snacks und Süßigkeiten, die Support-Crew aufgegessen hat. Ja, also der Meetingraum sieht auch aus wie ein Schokoladenfriedhof. vielen Dank nochmal an euch. Ich hoffe, ihr habt genug Kalorien mitgenommen, um das Wochenende zu überstehen. Ja, das wäre so unser Closing. Jetzt könnt ihr ja nochmal in den Chat schreiben, ob das jetzt würdig war, so als Ende. Oder ihr immer noch das Gefühl habt, ist das jetzt zu Ende? Nächstes Jahr wäre ja die 10. Ausgabe der Tools for Agile Teams. Vielleicht können wir bis dahin irgendwelche TikTok-Tänze einstudieren. TikTok-Tänze? Ich glaube, ich weiß halb, was du meinst. Du kannst es gerne in der Retro einbringen und dann können wir dann dort definieren, wer zu dem Begriff wir gehört. aber es darf ja jeder Vorschläge machen, ne? Ja, sehr cool, dass ihr dabei wart. Jetzt ist es 5:10. Ich schaue noch mal kurz auf meine Folie hier, aber ich glaube, wir sind ziemlich genau am Ende dessen, was wir uns so vorgenommen haben. Weitere Vorträge könnt ihr nicht anschauen. Es gibt noch Content, den ihr noch nicht gesehen haben könnt. Da hinten sitzt nämlich der Malino, unser Kamera- und Schneide- und Video-Artist-Profi, der die ganze Zeit hinter den Bühnen gewesen ist und vermutlich in den nächsten Tagen und Wochen ein Backstage-Video, immerhin nickt er, produzieren wird. Das ist zumindest für uns mit Sicherheit nochmal wertvoll, das sozusagen Revue passieren zu lassen. Ich hoffe, dass ihr in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen Zeit findet, die Sachen Revue passieren zu lassen oder vielmehr euch nochmal anzuschauen, die ihr verpasst habt. Wir werden alle Sachen, die wir veröffentlichen dürfen, und das da, glaube ich, außer dem Google Track sind das auch tatsächlich alle, werden wir auch online stellen. Und dann gibt es vermutlich auf der Tools for Agile Teams Website noch eine ganze Reihe von wertvollem Content, den ihr in den nächsten Tagen und Wochen euch ansehen könnt. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, geht doch bitte nochmal auf der Website auf den Bewerten-Knopf für die Vorträge, die ihr gehört habt. Gebt ein bisschen qualitatives Feedback, try, keep, drop, was eure Speaker vielleicht beim nächsten Mal anders, besser oder gleich machen sollen. Das wäre für uns und die Speaker sehr spannend. Kurzer Dank an die Sponsoren. Ja, muss ich nochmal nachgucken, wen wir da alles hatten. Aber das ist ja einfach. Viel davon haben wir quasi selber auch
mitgemacht. Es gibt zum einen eine sehr starke Unterstützung, hat uns Atlassian angeboten, das australische Softwareunternehmen, mit dem wir inzwischen super viel unseres Geschäfts abwickeln. Vielen Dank auch an Google, die Mittel, aber auch Speaker bereitgestellt haben, um einen ganzen Track zu ermöglichen. Danke an Kegon, die super hilfreich uns dabei geholfen haben, Reichweite zu generieren, einen eigenen Track aufzubauen, in dem Track die Speaker rekrutiert haben und selber auch noch Speaker gestellt haben, uns im Vorfeld auch in der Orga sehr stark unterstützt haben. Danke an die Trackchairs, die die anderen Tracks gemacht haben. Wir danken unseren eigenen Produkten, Lynchpin und Agile Hive, dass sie erfolgreich am Markt sind, Geld einspielen und ganz besonders der Diagramming-Lösung Draw.io, die einfach dafür sorgen, dass wir hier sowas machen können. Danke an die ganzen Speaker, die sich vorbereitet haben, um hier wertvolle Informationen vorzubereiten. An die Keynote-Speaker natürlich auch, die da in besonderem Maße noch im Mittelpunkt standen. Und danke an dich, Adel, dass du es hier mit mir aufgehalten hast. Es war mir eine Freude. Danke auch an dich. So, Freunde, das muss es für heute gewesen sein. Wir sind dann mal weg.